Hallo, die Pfalzwald-Liebe hier. Heute mit einem Wein aus Bobenheim am Berg. Wir sind im Bereich Mittelharddeutscher Weinstraße und dort beim Weingut Hinterbichler. Wir haben einen Sauvignon Blanc aus dem Jahr 2021 im Glas. Und der Sauvignon Blanc ist was ganz Besonderes. Wenn ihr wissen wollt, was da so besonders ist, bleibt dran. So, Hinterbichler, das ist ja jetzt kein ganz typischer Pfälzername. Liegt daran, dass der Papa ein Österreicher ist. Der ist dann in die Pfalz gezogen. Das ist ja schon mal der erste sehr gute Schritt. Die zweite sehr gute Entscheidung war, wir bauen Wein an. Das macht jetzt auch der Sohn, der Markus Hinterbichler, der das Ganze übernommen hat. Und wir haben in Bobenheim hier 18, 19 Hektar in Bobenheim und drumherum, die vom Weingut Hinterbichler bewirtschaftet werden. Und dieser Sauvignon Blanc im Glas ist für mich was ganz Besonderes. Liegt an folgendem Punkt. Ich war eingeladen bei einem Arbeitskollegen und Freund zum Geburtstag. Das war in einer Weinbar in Mainz und die ist sehr, sehr schön sortiert. Weinbar Wangenrot, könnt ihr euch merken. Und dort waren dann verschiedene Weine waren da zur Auswahl, unter anderem auch dieser Sauvignon Blanc. So, und der hat mir sehr, sehr gut geschmeckt. Es war der Jahrgang 2020. Ich dachte, wir müssen sofort hin zu dem Weingut, das probieren, aber war leider schon ausgetrunken. Also hieß es, warten auf den neuen Jahrgang. Das ist jetzt der 2021er, der hier mit 12,5% Alkohol im Glas steht. Und jetzt machen wir den klassischen Dreisprung mit Sehen, Riechen, Schmecken. Also gucken wir uns den Sauvignon Blanc mal an. Schönes, helles Gelb, leichte grüne Reflexe im Glas. Und die Nase. Da haben wir eine absolut schöne, finde ich, Exotik in der Nase. Wunderbar, aber nicht zu stark bouquethaft. Also bin gespannt, wie jetzt der Jahrgang schmeckt. Und da haben wir es. Wie der Vorjahrgang, wie der 2020er. Also der schafft eins. Wir haben ja so zwei grobe Richtungen vom Sauvignon Blanc. Eher so was grün-grasiges oder er ist ein gelber Sauvignon Blanc. Ich habe entweder voll Stachelbeere oder ich habe da so grüne Paprika. Es ist so ein Grenzgänger. Da ist irgendwo dazwischen. Das finde ich fantastisch, weil er eigentlich dann auch wieder zwei Lager bedient. Die einen, die den so richtig grasig grün haben wollen. Die andere, die volle Exotik haben wollen. Und der liegt richtig schön dazwischen. Oh, der macht richtig Spaß. Hat ein bisschen mehr Säure als der 2020er. Das liegt am Jahr 2021. Da war halt mehr Regen. Also wirklich einer meiner Lieblings-Sauvignon Blancs. Ich sage das selten, aber das ist schon ein richtig gutes Teil. Also, das ist eine Empfehlung. Ihr fahrt mal hin zum Weingut Hinterbichler nach Bobenheim am Berg oder ihr bestellt eben online. Was ich sehr, sehr bemerkenswert finde, ist die Karte vom Weingut. Ihr habt die Weine, 3/4 Liter, weiß, die haben alle einen Preis. Ob das der Riesling ist, der Sauvignon Blanc oder andere. Aktuell immer 7 Euro. Das finde ich mal eine absolut coole Gestaltung. Das ist eine Mischkalkulation. Und das ist eben die Mitte, die gefunden wird. Dann gibt es natürlich noch Weine, die dann da drüber gehen. Dann kommt man in den roten Sektor rein und so weiter. Aber beim Weißwein richtig coole Kalkulation, muss ich wirklich sagen. Und schmeckt auch wirklich nicht nur das Sauvignon Blanc. Probiert euch da durch. Lohnt sich auf jeden Fall, wie die ganze Pfalz. Also, wenn ihr beim Hinterbichler wart, fahrt auch noch ein bisschen außen rum, guckt euch in der Pfalz um, geht was essen, genießt das Leben in der Pfalz, weil es einfach so schön ist. Das war's wieder für heute von mir. Zum Wohl, die Pfalz. Ich wünsche euch immer volle Gläser und ja, bis zum nächsten Mal.